Und zwar, dass man eben die Banküberfälle gar nicht am 10. März, wie versprochen, spielen kann. Ja, Leute, das hört sich zunächst mal ziemlich dramatisch an. Hey yo Leute, Crymax hier und in diesem Video soll es nochmal um die Banküberfälle gehen oder sogar besser gesagt um den Launch der Banküberfälle, denn da hat der IDZOG einige Probleme festgestellt und zwar hat er vorgestern ein Video hochgeladen, in dem es eben um die Probleme gehen könnte, die es möglicherweise bei dem Launch der Banküberfälle geben könnte und zwar, dass man eben die Banküberfälle gar nicht am 10. März wie versprochen spielen kann. Ja Leute, das hört sich zunächst mal ziemlich dramatisch an und ich finde, diese Probleme sollte man auch gar nicht so locker nehmen, weil ich einfach persönlich finde, dass es wirklich ernstzunehmende Probleme sind, da wir sowas schon mal hatten und zwar geht es einfach um die Serverprobleme. Die Server könnten wirklich bei den Banküberfällen wirklich extrem überlastet sein und ja, ich würde sagen, IDZOG, stell dich doch einfach mal vor. Yo, hey Leute, was geht? Und zwar habe ich ja halt eben in dem Video, das ich dann vor einem Tag eben hochgeladen habe, das Problem halt eben festgestellt, dass GTA Online vielleicht ein bisschen überlastet wird, wenn dann die Banküberfälle eben am 10. März erscheinen und deshalb vielleicht sogar down gehen. Heißt also, dass die meisten Leute bzw. einige von ihnen wahrscheinlich nicht in den Genuss der Banküberfälle kommen können, weil es halt eben extrem viele Leute gibt, die dieses Spiel dann genau an diesem Tag auch noch spielen wollen. Diese Theorie festige ich nämlich, man kann das Ganze vergleichen mit dem Release von GTA Online. An dem Tag wollten eben alle Leute auch GTA Online spielen, insbesondere mir und ich denke auch mal iCrymax. Und als wir dann eben online gegangen sind, dann hat es halt eben nicht funktioniert, beziehungsweise es hat wochenlang eben nicht funktioniert. Und man ist eben nicht online gekommen, weil der Hype um dieses Spiel, also GTA Online, einfach so unglaublich groß geworden ist, dass die Server halt eben das nicht standhalten konnten und deshalb halt eben die meisten Leute nicht online gehen konnten. Ja, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu und deswegen finde ich es auch gerade so ein ernstzunehmendes Problem. Und zwar, man muss auch noch beachten, man könnte jetzt natürlich sagen, ja, Rockstar Games hat sich bestimmt jetzt besser darauf vorbereitet und da bin ich mir auch wirklich sicher, dass Rockstar Games auf jeden Fall mittlerweile die Server stabilisiert hat, dass auf jeden Fall mehr Leute online spielen können. Aber Leute, stellt euch mal vor, wie viele Leute kennt ihr aus eurem Freundeskreis, die GTA spielen, aber eben nach einer Zeit aufgehört haben, weil es eben langweilig ist und all diese ganzen Spieler, die eben aufgehört haben mit der Zeit, diese werden am 10. März wieder zurückkommen, diese werden ihre Playstation oder ihre Xbox wieder anschalten, um GTA 5 online zu spielen, um die Banküberfälle zu spielen und es sind wirklich so extrem viele Leute, die dann eben wieder online kommen wollen, denn es ist jetzt einfach in dieser Zeit, seit dem Release von GTA 5 sind einfach noch so viele Spieler dazukommen, ich meine, jetzt mit der Next-Gen-Version, dann wird es auch noch die PC-Version geben, das heißt, es werden einfach auf 5 verschiedenen Plattformen kann man dann GTA 5 spielen und das Spiel wurde es dann einfach noch viel öfter verkauft, heißt, wir sind auf jeden Fall noch viel mehr GTA-Spieler geworden und all diese Spieler werden dann auch noch mit den Spielern von früher, die eben vielleicht schon aufgehört haben, GTA 5 zu spielen, diese werden alle wieder zurückkommen, diese werden alle ihre Konsolen oder den PC anschalten und diese werden alle auch versuchen, online zu kommen, um die Banküberfälle zu spielen und da könnte es wirklich passieren, dass die Server abbrechen, was ich natürlich nicht hoffe, denn wir, ja, weil wir jetzt einfach schon so verdammt lange auf die Banküberfälle warten und ich hoffe wirklich, dass es am Release-Date, also am 10. März, keine Probleme geben wird, nicht, dass wir noch länger warten müssen oder sogar eben gar kein GTA mehr spielen können. Ja, wie iCrymax es eben gesagt hat, wir wünschen uns natürlich nicht. Wir wollen halt eben alle dieses Spiel spielen am 10. März. Und ich denke, es kann allerdings, also dieses Problem ist jetzt ein bisschen extrem hier beschrieben, würde ich sagen. Aber es muss ja jetzt nicht so extrem sein, wie wir das eben gerade gesagt haben. Es könnte nämlich auch sein, dass Rockstar Games halt eben natürlich dazugelernt hat und die Server immer weiter stabilisiert hat und halt eben jetzt aus dem Hype von GTA Online, also als GTA Online eben released wurde, eben dazugelernt hat und genau aus diesem Grund eben darauf vorbereitet ist auf den Release der Banküberfälle. Und was ich ebenfalls noch vermuten könnte, ist, dass halt eben auch besonders am Release-Tag der Next-Gen-Version halt eben dazu gekommen ist, dass es auch mehrere Plattformen gibt, worauf man dann eben GTA Online spielen kann. Und es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Old-Gen-Spieler und eben sehr, sehr viele Spieler, die dann eben das Spiel auf der Next-Gen spielen. Und deshalb gibt es natürlich, die Server sind halt eben nicht die gleichen. Das heißt also, es gibt Server auf der PS3, Xbox 360, PS4 und Xbox One. Heißt also, es sind natürlich sehr, sehr viele Server neu dazugekommen und die Server wurden halt eben aufgespalten auf die verschiedenen Generationen, worauf ich deshalb vermuten kann, dass auch die Server etwas weniger ausgelastet sind, wenn dann die Leute halt eben dieses Spiel spielen wollen. Ja, also da hoffe ich natürlich auch mal, dass das stimmt, also dass Rockstar Games sich darauf jetzt einfach besser vorbereitet hat, aber ja Leute, wie gesagt, ich hoffe einfach, dass es jetzt nicht wieder zu solchen Problemen kommt, wie wir es damals schon mal hatten. Wie gesagt, Leute, schreibt mir doch einfach mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Denkt ihr, es könnte Probleme geben? Ich
meine, stellt euch das einfach mal vor, es werden so viele Spieler, die einfach aufgehört haben, mit der Zeit wieder dazukommen, plus noch die ganzen neuen Spieler, es könnte wirklich Probleme geben, aber wie gesagt, Leute, ich denke trotzdem, also meiner Meinung nach, dass Rockstar Games einfach mit der Zeit dazugelernt hat und dass sie sich auf jeden Fall gut genug auf die Banküberfälle vorbereitet haben. Wie gesagt, Leute, eure Meinung dazu unten in die Kommentare, dann hoffe ich natürlich immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ihr es ist, dann prügelt jetzt immer auf den Like-Button ein für einen größeren Bizeps und ja, schaut auf jeden Fall mal bei IDZock auf dem Kanal vorbei, sein Kanal-Link ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung zu finden. Ich bin an der Stelle jetzt einfach mal raus, das letzte Wort überlasse ich IDZock. Bis dahin, haut rein, Leute, euer Crymax. Ciao, Leute, haut rein.